weg von mir. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Joey. Es ist zu spät. Ist niemals zu spät. Ein Grund aufzugeben. Weiter. Immer weiter. Das kriegen wir hin. Jetzt die Maus. Verdammt. Lasst mich los. Hier bin ich drauf. Shift und linke Maustaste. Und 2. Und 3. Verdammt. Ich schau gar nicht hin. Weiter geht's. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Schnauze. Dummer Vater. Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Tochter. Meinen Jungen. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling. Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Zwilling. Ich will meinen Sohn sehen. Zwilling. Aiden. Mein Zwilling. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Himmel oder Hölle? Was gibt es für mich da zu sehen? Ich hoffe, ich habe die Möglichkeiten, das anzugucken, was ich da für Möglichkeiten habe, mich dann zu entscheiden. Erst dahin zu gehen, dann. Ich ahne, was die Möglichkeiten sind. Links zu Aiden. Sterben. Das Leben aufgeben.
seinen Frieden sterben. Oder zurück ins Dunkel. In die Welt, ins Leben. Und weiterkämpfen. Also ich weiß halt, was bleibt uns noch. Cole ist gestorben. Nathan ist weg. Also wenn er noch leben würde, wäre er ein Wahnsinniger. Die Mutter schon vorher gestorben. Das ist der einzige, der irgendwie ein Freund sein könnte. Der ist jetzt auch zerbersten wohnen. Der wird jetzt auch dort vernichtet von den Existenzen. Wir könnten zu den obdachlosen Freunden zurückkehren und dort den Leuten von der Straße mit denen ein friedliches Leben führen. Dann hätte man den Deppen von der CIA, der uns wieder, das ist, wir werden uns finden, früher oder später, und das ist, auf der anderen Seite die Lösung, der Frieden, den Tod. Es ist sehr verlockend, nach allem, was sie bisher durchgemacht hat. Die ganze Scheiße, die ganze Geschichte haben wir bisher alles gesehen. Aber es wäre nicht. Leben, fühlen. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Trotzdem noch Möglichkeiten. Mit ihm vielleicht ist nicht unbedingt, aber glücklich werden, endlich Ruhe nach dem Sturm. Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Diese Entscheidung. Es ist zu einfach. Es ist verlockend. Es ist verlockend nach allem, was sie durchgemacht hat. Es ist zu einfach. Und es ist zu einfach. Das ist immer das, was da. So einfach ist niemals gut. Eine Ruhe finden und Ruhe finden im Leben und jetzt Hoffnung darauf haben, dass jetzt keiner, dass man sich nach dem ganzen Scheiß mal zurücksetzen kann und endlich mal weniger Probleme hat. Vielleicht keine Probleme. Es gibt immer Probleme, aber es war mal nicht zurücklehnt und Zeit hat. Das Jenseits und das Leben. Und wir das Thema hier nicht anfangen, aber ich sag euch, glaube ich. Ich sage, nichts Neues. Vielleicht schon, aber nichts, was euch überrascht, dass ich vor dieser Auswahl schon im echten Leben fast stand. Und ich habe mich schon entschieden.
Ich habe einen klaren Beschluss getroffen und ich bin froh darüber. Und auch hier. Wir müssen das Leben wählen. Es gibt noch Hoffnung. Auf ein ruhiges, gutes Leben. Jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles überstanden. Nachdem die Betasonne weg ist, wir werden ein gutes Leben haben. Und wir kommen wieder. Das ist klar. Tod kommt, früher oder später, und kommt zurück. Aber erstmal werden wir alt. Alt und glücklich. Wir nehmen lang mit dem Frieden. Und wenn der Tod irgendwann, Tod irgendwann kommt, wir leben, werden wir ihn mit freudigen Armen begrüßen. Wie einen alten Freund. Bis dahin haben wir noch ein gutes Leben. Aiden? Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Aiden. Was ist denn jenseits? Betasonne. 63% haben Weins Erklärung abgelehnt oder aufgeschoben. Okay. CIA-Geld abgelehnt, haben 29%. Ich war auch kurz davor, es anzunehmen, aber ja, hab dann zu lange gezögert. Ich hätte mich wahrscheinlich sowieso dagegen entschieden. Cool, geheilt. Oh, wir haben ihn geheilt. Sah fast aus, als ob er tot ist. Dawkins überzeugt, begeht Selbstmord. Ich hätte es nicht mehr gehabt. Ich glaube, die Alternative wäre gewesen, dass er uns erschossen hätte. Aber, damit war ich nicht zufrieden. Selbstmord. Ist jetzt bei seiner Familie. Das finde ich jetzt so schön dargestellt. Es ist. Jody wird ihn vermissen. Cole wird ihn vermissen. Es gibt viel, es ist. Obwohl er am Ende ein Arsch war und am Ende, das ist, wird. Es ist, er war für Jody teilweise eine Vaterfigur. Nicht nur teilweise, er war eine richtige Vaterfigur für sie und es ist. Die Leute, die er hinterlässt, die er zurücklässt, die werden. Es ist. Gibt's einige. Nicht nur Jody und Cole.
Den wird scheiß gehen. Das wird zu gut dargestellt. Er ist im Selbstmord zu positiv dargestellt. Das ist keine Lösung. Er ist jetzt bei seiner Familie jetzt, aber er lebt vielleicht in Frieden, aber was ist mit den Leuten, die er zurücklässt, Ja, mein schweres Thema. Schwere Sache. Wein überlebt. Okay, Kohl und Wein haben überlebt, beide. Sah wirklich teilweise nicht so aus. Peterson hat deaktiviert. Da gab es noch einen anderen Weg. Das wird schwer. Ja, wenn wir wahrscheinlich den Tod gewählt hätten, wäre sie nicht deaktiviert, wäre wohl oder doch. Das ist ja auch nochmal die Frage. Wir haben jetzt das Leben gewählt. 82% übrigens. Finde ich sehr gut. Ist die richtige Entscheidung, Leute. Die einzig richtige Entscheidung. Wer auch nur einen Moment dran gezweifelt hat. Holt euch Hilfe. Das ist ernst gemeint, wirklich. Wenn man einen Moment daran gezweifelt hat, dass das Leben wieder in einer nicht die Entscheidung ist. Kleines erstes Zeichen, Leute. Sich Hilfe holen ist keine Schande. Epilog. Sprecht mit Leuten, wenn es euch schlecht geht. Seitdem die Petersonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Ich Schon solange ich am Leben bin,
wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Tja. Ryan. Als ob ein Leben mit Ryan gut für sie wäre. Neben mit Jay auf der Farm. Neben mit Zoe. Mit das Kind. Alleine. Warum nicht alleine? Alleine sein friedliches Einsiedlerleben. Nachdem sie so viel Scheiß mit anderen Leuten erlebt hat. Ich hoffe, das ist kein unsichtbarer Timer hier, der dann irgendwann der dann sagt, du bist da allein, das ist jetzt mach mal hier. Hast dich zu langsam entschieden. Ich hoffe, ich darf darüber nachdenken. Auf keinen Fall eins, nein, Ryan ist keine. Das ist keine Möglichkeit. Jay auf der Farm nehmen, ja, hat sein Ding, aber. Auch mit dem kein Platz abgeschlossen dort. Ich meine, die Geister sind da jetzt weg, da werden wir jetzt ein gutes Farmleben führen. Und Wiedersehen mit Zoe und da wieder die alten Freunde von da aus der schweren Zeit. Das hat auch was. Aber warum nicht allein? Allein sein mal das Leben. Als Einsiedlerin alt und grau werden, das ist irgendwann mit 70 dann holzhackend, das ist eine holzhackende Frau hier, die einfach dann dort einfach, ja, macht dort die holzhackten Hecken, hat dann lange graue Haare und das ist und baut, macht ihr eigenes, das wird dann kriegskrämig und halt das, der kommt, wird angeschnauzt, das ist ja. Ein Leben in Frieden, als alt werden, grau werden, grießkrämig werden und irgendwann wird ein Parkplatz gebaut vor der Hütte, dann werden alle Falschparker aufgeschrieben und das finde ich fast das beste Ending. Mit Zoe, das würde ich fast lieber noch sehen, mit Zoe zusammen. Das Kind nochmal wiedersehen. Jay finde ich auch verlockend. Da nochmal auf die Farm. Am ehesten würde ich alleine gönnen. Ich meine, das Spiel wird es dann wieder so umdrehen, dass sie ist verbittert, sie wird alleine sein, wird traurig sein. Ich finde das am besten, wirklich mal wirklich dann
Nachdem so viel Scheiß mit. Sie konnte. Es ist. Es ist. Du bist so oft enttäuscht von so vielen Leuten. Können ja mal zu Besuch kommen. Wein kann auch mal zu Besuch kommen. Können alle mal zu Besuch kommen. Ja, ich weiß nicht. Das ist fast noch eine schwerere Entscheidung als uns mit Jenseits und Leben. Weil die Entscheidung fiel mir wirklich schwer. Auch für Jodie nicht. Na, jetzt für Jodie nicht. Mich auch. Fiel mir hier für Jodie nicht schwer. Puh, ich weiß nicht. Zoe alleine. Wisst ihr was? Ich glaube, das beste Ending fände ich alleine. Wir können es dann später nochmal mit Joey aus. Mit Zoe ausprobieren. Beste Ending für diese Geschichte wäre alleine. Wir können nochmal ein neues Ending machen und dann nochmal mit. Mal versuchen mit. Ich werde sowieso nochmal versuchen mit. Ja, machen wir eh nicht. Wenn man tut. Wenn wir das Jenseits sehen. Mal schauen, ich kann alternative Endings auch nochmal gucken. Vielleicht auch nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich denke, das Spiel dreht uns einen Strick draus. Wenn wir alleine machen. Okay, hier habe ich Testen 3 und 4. Mach die Augen zu. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts als ans Sterben dachte. Sie teilten das wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Bei ihnen. Das sind die besten Freunde. Stan hat kleinere Jobs hier und da. Jimmy geht wieder zur Schule. Er ist jetzt clean. Tuesday arbeitet in einer Bar und Walter kümmert sich um die kleine Zoe. Sie sind keine Millionäre, aber sie packen es. Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Das ist besser so. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber... Wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben.
Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber... Ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten. Ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Beyond Two Souls 2. Next time, I'll kill everyone. Oh my god, I was so afraid of that. There's no telling what we'll find. How much time do we have? Ich hab Wolfenstein 3 gespielt. Zwei. Zwei junge Frauen, die gegen die Übermacht kämpfen. Ist bei mir ein ungutes Gefühl. Nein, wusste es nicht. Die kann man vielleicht lassen. Spielt es gut, wie es ist. Als Einteiler. Als einziges Ding. Sie haben ja auch dann Detroit Become Human gemacht. Und nicht die und nicht. Nicht Teil 2 von dem Spiel. Wo das Ende schon ziemlich versucht, was dann zu deuten. Ja. Fantastisches Spiel. Ein Fazit zu dem Spiel. Ich bin begeistert. Ich hätte gerne noch herausgefunden, was bei alleine passiert wäre. Ich habe jetzt die 3 und die 4 gleichzeitig, so ziemlich gleichzeitig gedrückt mit dem. Ich glaube, mein linker Finger war ein bisschen schneller, deswegen ist die 3 rausgeworfen. Ich würde gerne noch sehen, was passiert, wenn wir mal ins Jenseits gehen, was das Ending wird. Ich möchte gerne noch das Ending sehen mit alleine. Das Ending auf Mo vielleicht auch noch, genau machen. Mal schauen, ob ich das noch aufnehme irgendwie. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht mal lasse ich es auch bei dem Ending. Vielleicht schaue ich mal ein Walkthrough an, wo alle Endings so ein YouTube-Video. Schaut das euch auch mal selbst an. Es wäre gut, mal so lassen und noch kein extra Part dazu machen. Ist vielleicht gut so. Ja, sehr schönes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Machen. Das Spiel ist ein Entwickler. Es war eine Folge. Großartiges Spiel. Und ich werde das noch jetzt nicht sofort, nachdem ich das aufgenommen habe, aber irgendwann werde ich das noch auf Twitch im Livestream mal spielen. In chronologischer Reihenfolge. Vielleicht können wir da nochmal ein anderes Ending wählen. Können wir da vielleicht nochmal schauen, ob wir dann nochmal. Am Ende. Da will ich auch wieder neben wählen. Dann werden wir mal schauen, ob wir da mal alleine wählen. Am Ende, ob wir das mal, dann können wir das da mal gucken. Machen wir das so. Müsst auf Twitch einschalten. MioDs werde ich nicht als Parts verarbeiten und hochladen. Dafür ist das hier, aber wenn ihr das zuschauen wollt, folgt mir auf Twitch. Das werde ich nochmal livestreamen. In chronologischer Reihenfolge und mit einem anderen Ending. Und mit anderen Entscheidungen unterwegs und so weiter und anderen Wegen vielleicht.
wirklich, werde ich meine Sachen mal bewusst anders machen. Lohnt sich, ein Zeichen zu schalten. Eine schamlose Eigenwerbung hier. Auf meinem Kanal. Wenn es nicht schon zu spät ist, falls das, wenn das irgendwann mal 2026 rauskommt, diese Parts. Falls irgendwann mal. Mal schauen, wenn ich es schaffe, hochzuladen. Und fragt mich, ob ich es normal spielen soll für euch. Ja. Danke fürs Zuschauen auf YouTube. Schönes Spiel. Ich freue mich irgendwann mal Detroit Become Human zu spielen. Das nächste Werk von denen. Das neuere Werk. Und irgendwann Heavy Rain, auch von den Entwicklern. Muss auch noch gemacht werden. Und ich würde gar nicht mal sagen, das ist, macht bitte kein Beyond Two Souls 2. Muss nicht sein. Das Spiel ist gut, wie es ist. Created by Quantic Dream. Fantastisches Spiel. Spielt selber gern mal. Kauft euch und spielt euch selbst. Spielt euch selbst? What the fuck? Ich hab's geliebt. Danke fürs Zuschauen. Oh, hier haben wir noch die Entscheidung. Geht es um die aktiviert? Das Ende. Zoe gewählt. Okay, das war die einzige Entscheidung hier. Nur 15% haben Zoe gewählt. Okay, da bin ich fast gespannt, was die anderen Endings, was die anderen gewählt haben. Ich hoffe, die meisten haben nicht das Namen mir gar nicht mehr einfällt, gewählt. Das war sowas von klar, dass die nicht zusammengehören. Gut, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag, haut rein. Man sieht sich. Bis dann und ciao. Das war Beyond Two Souls.